Hallihallo und willkommen zurück bei Pixel Piracy. Und ich, der Captain Darka Total, habe beim letzten Mal gelernt, wie man das Schiff sauber macht. Und das schauen wir uns jetzt an. Wunderschön, gell? Wir treten diese hübschen kleinen Haufen einfach über Bord. Und Jamie ist begeistert davon. So, und das Schöne ist, jetzt ist unser Schiff sauber und wir verlieren nicht mehr ganz so viel Moral. Und das ist nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Gut, dann schauen wir nochmal. Wir sind mittlerweile Level 4 und wir haben noch einen TP zu vergeben. Und ich weiß jetzt gar nicht, wir nehmen relativ viel Schaden. Brauchen unbedingt mal irgendwie eine Rüstung oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Eigentlich müssten wir hier Armor irgendwie sowas. Ich bin fast... Aber Schaden machen wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ich gehe mal noch auf Damage. Wir müssen aber uns ein bisschen um Schaden kümmern. Und hier unser Jamie May, der hat noch kein Level gemacht. Das heißt, wir können ihm keine neuen Attributpunkte zuweisen. Wunderbar. Hier haben wir jetzt nichts mehr zu tun, weil wir beim letzten Mal das Schiff gesprengt hatten. Und deshalb schauen wir uns jetzt weiter um. Diese Insel ist uns noch offen, dann haben wir hier so eine Art Rundkurs gemacht, deshalb fahren wir da direkt hin und schauen mal, was uns da so erwarten wird. Wir wurden bisher zum Glück noch nicht überrascht. Jawohl, weg mit der Kacke. Wir wurden bisher zum Glück noch nicht überrascht beim Segeln. Das kann jederzeit passieren, dass wir hier von Piraten, ja, überrascht werden. So, und da sind wir. Was haben wir hier? Einen Skeleton Hector, 24, Campfire und das schaffen wir. Das wage ich zu behaupten, dass wir das schaffen. Vor allem, wir müssen ja erstmal den da kaputt machen. Und dann, hallo, erst den hier. Und dann können wir über die anderen diskutieren. So. Ja, da merkt man so ein bisschen, das Spiel wird noch entwickelt. Das ist noch nicht so 100% das, was man machen will. Also, nur weil ich jetzt hier einen Gegner anklicke, heißt das noch lange nicht, dass das alles war. So, Jamie schicken wir direkt wieder zurück. Und wir sammeln hier ein bisschen ein. Wir haben hier ein Campfire, wir haben hier wieder so eine hübsche Schatztruhe, die wir natürlich gleich wieder öffnen. Und was ist drin? Gold, Grindstone, Combat Focus, Babyöl. Okay, Babyöl ist natürlich, was man als Pirat so generell braucht. Und Campfire, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass da wieder irgendwelche komischen Sachen rauskommen. Aber was sollte bei einem Lagerfeuer schon passieren? Hero, Moral Restored. Okay, wurde gerade kurz hier eingeblendet. Meine Moral ist jetzt wieder voll komplett. Kann ich das nochmal machen? Nö. Schade, das wäre mir bei Jamie lieber gewesen. Aber das ist gut. Damit ist diese Insel ebenfalls abgeschlossen. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Und theoretisch, wenn Jamies Moral irgendwann mal im Keller ist, könnten wir ihn sogar bezahlen. Es würde momentan 55 kosten. Das ginge. Aber seine Moral ist ja nicht perfekt, aber ausreichend. So, und jetzt liegt hier schon wieder Kacke rum. Kann ich mal hier aufräumen? Will ich gerade nicht. Gut. Dann halt nicht. Dann fahren wir weiter. Hier unten war noch... Nee, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Auf Essex, nochmal eine Insel. Und ich fahre jetzt deshalb hier hin, weil wir dann einmal das hier komplett abgegrast haben. Einmal rund um unsere Startinsel. Ist ja nicht das Verkehrteste. Was macht hier immer so Platsch? Ja, ich habe was zu tun. Jamie wundert sich, dass ich auch auf dem Schiff bin. Das ist schön. Und er will gute Freunde mit mir sein und der nächste rum geht auf ihn. So, da haben wir mal wieder eine Insel mit einem Typen, einem Bananenbaum und einer Katze, okay. Einer wilden, bösen Katze. Und ich glaube, das schaffen wir. Der Pirate Chance. Dann greifen wir mal an.
Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Komm, mach ihn platt. Wunderbar. Oh, ich habe mal wieder Kill-XP bekommen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jamie, bleib mal hier stehen. Oh, dem geht's gerade gar nicht gut. Warum geht's ihm gar nicht gut? Hat der keine Moral mehr? Ja, seine Moral ist nicht mehr so toll. Gut, ist okay. Dann interagiere ich mal hier mit diesem Bananenbaum. Und da kommen Bananen raus. Na, so eine Überraschung. Wer hätte damit rechnen können, dass wir aus einem Bananenbaum tatsächlich Bananen rauskommen? Und diese Bananen, was machen die? 15 HP restoren, das finde ich gut. Oh, das Combat Focus ist tatsächlich ein Buch. Das ist ja gar nicht so schlecht. Was macht das Babyöl? Your next attack will have 100% Crit Chance. Okay. Babyöl, das ist wohl sehr gefährlich. Okay, und wir haben ja hier irgendwas haben wir da vorhin eingesammelt. Bone Meal restores 50% Hunger. Auch interessant. Hatten wir nicht vorhin irgendwas, was die Moral erhöht? Habe ich wohl falsch in Erinnerung. Gut, dann gehe ich noch ganz schnell hier hinter. Und dann fahren wir zurück. Was ist hier drin? Gold, Whisky, Gold und ein Grindstone. Und die Katze lasse ich am Leben. Und jetzt dürft ihr beide gerne wieder zurück. Auf geht's. Jetzt will er nicht mehr, oder wie? Jetzt hört er nicht mehr auf mich, weil. Also ich hoffe doch, dass er jetzt noch aufs Boot kommt. Ach komm schon. Ja, ich zahle dich schon. Also früher sind sie wenigstens mit aufs Boot gekommen. Jetzt will er bezahlt werden. Super. So, jetzt geht's ihm wieder gut und jetzt komm aufs Klo, wollte ich schon fast sagen. Boot. Super. Teurer Spaß hier. World Map. Ist natürlich total doof. Ich wäre jetzt zurückgefahren, dann hätte ich mir das Ganze sparen können. So, jetzt schauen wir eins au weiter außen. Hier haben wir schon wieder eine Town. Das könnte interessant sein. Neutral Danger 2. Ja, es wird jetzt natürlich immer kritischer. Ach, schauen wir uns die Town hier noch an, oder? Da ist bestimmt auch eine tolle Taverne. Ja. Also diese Überfahrten sind natürlich, leg mir es halt direkt vor die Nase. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Als ich das gespielt hatte, das war vor ein paar Wochen. Doctor Town, interessanter Name. Als ich das gespielt habe vor ein paar Wochen, da hatte man noch deutlich mehr Geld. Das heißt, man konnte sich auch viel mehr, ja, Leute leisten. Most wanted, find Tanner Paganetti and kill him. Ja, ab und zu kriegt man mal so Aufgaben. Und ja, ich tue das einfach mal. Und der ist auf S6. Okay, da waren wir doch gerade, glaube ich. Und was verkauft er uns? Das ist wieder der Schiffstyp. Was mal ganz interessant wäre, wäre eine Kiste, ein Barrel, wo wir unser Essen reinlegen könnten. Das wäre ganz praktisch. Was haben wir hier noch? Noch einen Büchermeister. Oh, der hat viel. Der hat sehr, sehr viel. Aber wir haben kein Geld. Nicht so schön. Was natürlich ganz praktisch ist hier, Swimming. Teaches a pirate how to swim. Das heißt, dann saufen die nicht sofort. Das könnte auf lange Sicht sinnvoll sein. Aber ich behaupte gerade, haben wir nicht genug Geld dafür. Und das heißt, wir fahren einfach weiter, nachdem hier nichts los ist. Oder sollen wir uns mal den Typen anschauen? Das können wir auch machen. Wir fahren zurück nach S6 und schauen mal, ob wir den Typen töten können. Und wenn, dann wird es doch mal bitteschön ganz viel Kopfgeld geben. Kommen wir oben runter. So, World Map. Und ja, wo war's denn jetzt? Hier, S6. Das heißt, da fahren wir nochmal zurück.
sammeln auf der Fahrt wieder. Oh, wir steigen jetzt wieder ein Level auf. Und Level 5. Coole Sache. Ja, mal schauen. Momentan haben wir es noch nicht mit so schweren Gegnern zu tun. Ich glaube, das wird sich jetzt relativ rasch ändern. Läuft er jetzt hier rum? 265 Leben. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen viel. Das werden wir nicht schaffen. Wenn man halt wüsste, was er für einen Schaden macht, gell? Sollen wir es einfach mal probieren? Gut, ich meine, was haben wir zu verlieren? Du darfst mitkommen. Hallo. Danke. Nicht alleine gegen den kämpfen. Und wir haben ja ein paar Items, um uns zu heilen. Vielleicht geht's ja gut. Ich glaub's nicht. Ich bin zu schnell. Jamie ist viel langsamer. Jamie ist für mich der Tank irgendwie so ein bisschen. Ja. Und jetzt? Muss ich das da irgendwie aktivieren? Interagieren? Interagieren? Also wir haben den Gegner gefunden. Attack. Den da. Ja. Au. Okay, jetzt greift er an. Noch sieht es ganz gut aus. Aber der macht schon ganz schön Schaden. Aber momentan ist es noch recht ausgeglichen. Unglaublicher Kampf hier, meine Damen und Herren. Sensationell zwischen Tanner und Jamie und Captain Darker. Total. Jamie muss ein bisschen aufpassen. Aber ihn können wir ein bisschen heilen. Das macht nichts, wenn er jetzt noch ein bisschen runtergeht. Momentan sieht es gut aus, meine Damen und Herren. Sensationeller Kampf hier auf dieser einfachen, einsamen Insel, wo wir vorhin schon mal waren. Wo hat er sich versteckt? Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, hau zu. Hau zu. Vielleicht stoßen wir ins Wasser. Das wäre natürlich auch lustig. Aber das will ich nicht. Weil wenn der Items droppt, dann ist mir die Gefahr zu groß, dass die Items ins Wasser fallen. Jetzt muss ich langsam aufpassen. Aber ich bin optimistisch, dass wir es noch hinkriegen. Und yes, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und wir kriegen verdammt viel XP. Schade, dass die Meldungen nicht so lange dastehen. Du gehst mal da weg, ich sammle ein, falls es hier überhaupt was gibt. Geh nochmal zu dem Bananenbaum. Interagiere hier, vielleicht kriege ich nochmal ein paar Bananen. Mal eine. Sonst ist ja hier nichts mehr außer die Katze. Coole Sache. Das heißt, wir fahren dann direkt zurück und schauen mal, ob wir ein Kopfgeld kriegen. Das war ja toll. Und, oh, der hat Hunger. Ist kein Problem, weil wir haben ja noch was auf Lager. Food. Sauerkraut. Isst man ja gerne als Pirat. Sauerkraut ist jetzt natürlich nicht gut hierfür. Naja. Egal. World Map. Wir möchten zurück. Das war hier, oder? Wanted. Ich möchte mein Kopfgeld haben. Und Jamie, ja, wir erholen uns langsam gerade so ein bisschen. Uns geht's noch nicht ganz gut. Aber es wird schon. Und wir brauchen mehr Essen. Und zwar dringend. Und mehr Geld. So, wir sind da. Können wir gleich mal wieder rübergehen. Und jetzt möchte ich Kopfgeld haben. Und zwar viel. Der war gefährlich und anstrengend. Gib mir was, gib mir was, gib mir was. Job well done. Claim Reward. 188 Gold und Renommee. Sehr schön. Gold ist gut. Gold ist sehr gut. Wunderbar. Dann schauen wir noch mal ganz schnell, was der so hat. Der hatte ja nichts Spannendes. Und der hier hatte ja ein paar Fähigkeiten. Mal schauen, ob wir irgendwas
Gutes finden. Erstmal gucken, was wir überhaupt noch eingesammelt haben. Immer noch den Whisky. Oh, der Whisky gibt ein Level ab. Das ist doch schön. Das ist sehr schön. Nachdem wir, glaube ich, gerade am Anfang sind von unserem Level, denke ich, werde ich den mir gönnen. Leckeren Whisky. Sehr schön. Und jetzt können wir schon 6 TP verteilen. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen, weil dann muss ich mir ein paar Gedanken mal machen. Und Jamie, ja, levelt der überhaupt? Vielleicht hätte ich besser ihm den Whisky gegeben. Kann man so einen Whisky auch kaufen? Das wäre natürlich praktisch. Okay, macht nichts. Wir fahren jetzt mal zurück auf unsere Startinsel. Zum einen mal zu gucken, ob wir uns vielleicht noch einen zweiten bzw. drittes Crewmitglied leisten können. Weil zu zweit ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite brauchen wir was zu essen. Und zwar dringend. Und ich glaube, Jamie mag auch mal wieder in die Taverne gehen. So, wo war's? Das war hier, gell? Wolfsville. Und da kommen wir. Ich möchte jetzt aber nicht hier an den Piraten vorbeifahren, wobei ich jetzt nicht so viel Angst vor denen hätte, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh, wir singen ein Seemannslied. Sehr schön, das gefällt mir. Da bin ich immer gerne still. Oh, und wir haben ein Schiff entdeckt. Gegnerische Händler. Und was machen wir? Wir können flüchten oder interagieren. Wir interagieren natürlich. Die werden wir doch schaffen. Aber schön, dass wir immer noch singen. So, was haben wir denn hier? Candle Gorger Gorga oder so. Ja, den schaffen wir. Ich darf gerne auch mitkommen. Also ein bisschen Schaden mache ich ja auch. Oh, oh, oh. Gehst du da runter? Wenn man da oben steht, ist das sehr, sehr gefährlich, weil man dann sehr leicht ins Wasser fällt und nicht so gut. Aber den sollten wir eigentlich schaffen. Das war's schon. Du darfst jetzt zurückgehen. Gehst du zurück? Wir könnten natürlich auch dieses fremde Schiff plündern, übernehmen. Also wir müssen es nicht zerstören oder so. Also wenn wir irgendwann mal ein ganz tolles Schiff finden, dann können wir auch einfach hier auf diesen Knopf drücken, auf Capture, und dann gehört uns dieses Schiff. Ja. Plunder! Wieder für, wow, 50 Gold. 50 Gold ist gut. Das gefällt mir. Und damit fahren wir dann direkt weiter. Destination ist noch drin. Und jetzt singen wir nicht mehr. Das ist doch doof. Macht nichts. Also, Jamie, May und ich sind schon ein ziemlich gutes Team, aber wir brauchen unbedingt einen dritten. Und was zu essen. Es wird nämlich langsam echt eng hier. 36% ist mein Hunger schon runtergegangen. Und bei Jamie, ja, sieht es ähnlich aus. Und er muss auch mal wieder in die Taverne, weil seine Moral schon wieder ziemlich unten ist. Und ihr seht schon, wir fahren jetzt schon etwas größere Strecken. Das heißt, die Fahrten dauern auch länger. Hat natürlich den Nebeneffekt, dass wir auch ganz gut leveln. Hat aber auch den Nachteil, dass mehr Hunger vergeht. So, jetzt sind wir zurück auf unserer Startinsel. In Wolfsville sind wir wieder zurück und Jamie hat es immer sehr eilig, zurückzukommen in die Taverne. Ich kann es verstehen. Ich finde es ja lustig, dass meine Moral recht gut ist und seine nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz beobachten, ob der Hunger sich hier verbessert, aber ich glaube nicht. Okay, Jamie, du feierst noch ein bisschen. Und ich kaufe mal hier was zu essen ein. Und zwar kaufe ich gleich mal zwei von den Rahmen. Werden die schlecht? Ich weiß es gar nicht. Schiffsteile, Mann. Du bist hier hinten.
Jamie, du darfst gerne feiern, das ist voll in Ordnung. Weil wenn du eine Barrel hast, eine Kiste, dann können wir da das Essen reinhauen. Aber hast du nicht. Blöd. Was hast du denn? Achso, das ist ja der Waffenmann, so ein Blödsinn. Also Damage 1, Damage 2. Okay, der hat nichts, was wir gebrauchen können. Das ist okay. Der Schiffsteilemann hat kein Barrel, leider. You strong. Handmade. You strong. Sehr schön. Schade. Ja gut, dann kaufen wir das Essen halt einfach so, macht ja nichts. Und hier sollten wir uns dann auch mal langsam überlegen, was wir uns holen können. Wir könnten auch mal Sailing erlernen. Ist nur die Frage, ob es Sinn macht, dass wir das machen oder jemand anderes. Bei uns hat es halt immer den Vorteil, wir sind immer da. Bei anderen hat es den Vorteil, wir müssen unsere TP nicht dafür aufbrauchen. Ja. Das müssen wir uns dann mal überlegen. Aber okay, ich hole jetzt, bevor ich es vergesse, erstmal hier zweimal Rahmen, bitte. Eins, zwei. Und würde sagen, mit dem Gang hier in die Taverne, wo nochmal richtig Stimmung ist und ich habe immer noch Hunger. Warum hat er nicht so viel Hunger wie ich? Egal, das werden wir beim nächsten Mal eben anschauen. Unbedingt was essen und dann sehen wir weiter, was wir machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.